Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Stars und Stories. Das ist Nathalie. Und das ist Aaron und jetzt geht's los. Die Ochsenknechts, eine Familie zum Verlieben und sie werden immer mehr. Cheyenne Ochsenknecht hat ja ein Kind mit Nino gekriegt, ein Mädel, und zwar Marie. Genau, im März und im Oktober, da hat Jimmy Blue nachgezogen, der hat Snow Elani mit Jelis bekommen. Die zwei sind getrennt, trotzdem sieht er seine Tochter regelmäßig und teilt super süßen Content. Bist du so ein Typ, der gerne baden geht im Winter? Gar nicht. Ich glaube, in meiner letzten Wohnung, da habe ich 4 Jahre gewohnt und war 4-mal baden. Ich hasse baden, weil ich mag es nicht. Im Hotel bade ich auch nicht. Alle sagen, oh, dann chillt man da drin. Ich mache die Wanne heiß, dann dauert es erstmal, oh, dann sitze ich drin heiß, heiß, heiß. Und dann ist mir langweilig. Und dann hast du 80 Millionen Wasser verschwendet, Liter. Und so gehe ich einfach nur duschen. Also es gibt ganz viele Promis, die haben auf jeden Fall gerade die Badewannensaison eröffnet. Emma Louise. Super. Laser Luca. Naja. Katharina Damm. Super. Und ich ehrlicherweise auch. Das will ich nicht sehen. Heidi Klum und Tom Kaulitz sind durch L.A. geschlendert und haben es sich gut gehen lassen, aber es war eine Besonderheit bei. Die ganze Familie war nämlich am Schlendern. Leni Klum kennt man ja, die sieht man öfter mal irgendwie in einer Instagram-Story, aber jetzt haben wir auch Lou richtig viel von vorne gesehen, zwar mit Maske, aber es ist trotzdem eine Seltenheit. Ich sehe bei den ganzen Kindern nicht mehr durch. Die Elevator Boys gehen super ab, aber auch sie haben kleine Stolpersteine oder Verluste. Tim Schecker, der wohnt aktuell in Barcelona, weil er da noch studiert. Und dem wurde jetzt sein Rucksack geklaut und da war gefühlt einfach mal alles drin. Das muss ich auch einfach mal ablesen. Sein MacBook, seine AirPods, seine Ladekabelsachen, seine Musikbox, seine Belege, die er noch für die Steuer braucht, seine Brille, 2 Sonnenbrillen, 3 Bauchtaschen. Was für Bauchtaschen? Na, so diese. Ach du Scheiße. Ja. Sein ganzer Schmuck, Powerbanks und, was besonders traurig für ihn war, eine Uhr von seinem Papa. Oh, das tut weh. Wurde dir schon mal was geklaut? Mein Herz. Sandy guckt, dann hat Lennart mich angerufen. Dann war ich auf FaceTime, hab mit ihm ein bisschen gequatscht und auf einmal während des Calls realize ich, Alter, mein Backpack ist weg. Und ja, ab dann war es natürlich eher ein bescheidener Samstag. An Weihnachten hast du ja auch mal so richtig Zeit und frei, zum oder? Zum Zocken, weil die neue Season Call of Duty kommt mit einer neuen Map bei Warzone. Das wird super. Ich und Max werden noch sehr viel spielen. Plus, ich habe mir das McAllister-Haus in Klemmbaustein geholt und werde das nachbauen. Da gibt es nämlich auch Marv und Harry. Und dann werde ich noch ein paar Serien gucken, weil ich bin voll hinten dran. Haus des Geldes ist gerade rausgekommen. Dexter, die neue Serie, die neue Staffel ist rausgekommen. Ja, und dann wollte ich nochmal Lost gucken. Eigentlich wollte ich auch nochmal Monk gucken. Okay, das kommt langsam vom Thema ab. Jetzt gucken wir uns ein bisschen an, was Pokémon war so die teuerste, was ist so die längste Serie, weil man hat ja Zeit zum Binge-Watching. Längste Serie, ich tippe Sopranos. Wenn wir uns jetzt einmal auf den Streaming-Dienst Netflix beschränken, ist die südkoreanische Serie Squid Game die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten und hat dem Konzern zu einem Milliardengewinn verholfen. Die teuerste Serie aller Zeit kommt allerdings von einem anderen Streaming-Anbieter. Die Miniserie The Pacific aus dem Jahr 2010. Der amerikanische Sender HBO produzierte diese mit 21,7 Millionen Dollar pro Episode. In der Serie geht es um eine kleine Gruppe von US-Soldaten im Pazifischen Inselkrieg im Zweiten Weltkrieg. Der Rekordhalter in der Kategorie längste Serie der Welt ist die Serie Springfield Story. Sie hat es mit erstaunlichen 57 Jahren Laufzeit, nämlich von 1952 bis 2009 und insgesamt 18.262 Folgen ins Guinness Buch der Rekorde geschafft. Laut einem internationalen BBC-Ranking ist The Wire die beste Serie des 21. Jahrhunderts. Es handelt sich um eine Serie mit Law-and-Order-Charakter. Dabei wird gezeigt, wie diverse neu gegründete Spezialeinheiten sich gegen die Kriminellen der Stadt Baltimore stellen. Mit geringen finanziellen Mitteln und sparsamer Besetzung. Die beste deutsche Serie des 21. Jahrhunderts im internationalen BBC-Ranking heißt Dark. Die deutsche Netflix-Produktion belegt den 58. von 100 Plätzen. Hier geht es um das Verschwinden eines kleinen Jungen mit übernatürlichen Kräften, die ihn zu Zeitreisen ins Jahr 1986 führen. Zum Abschluss noch die älteste deutsche Serie, die sogar bis heute noch läuft. Unser Sandmännchen.
Produktionsbeginn war im Jahr 1959 und mittlerweile gibt es über 20.000 Folgen der Kindersendung. Am Wochenende hat die große Ein Herz für Kinder Spendengala im ZDF stattgefunden und dabei ist eine Rekordsumme zustande gekommen. 27.618.170 Euro. Ja! Das war richtig. Woo! Nach dreimal konnte ich die Zahl sagen. Das ist auch so viel Geld. Außerdem ist ein besonders reichweitenstarkes Foto entstanden. Das habe ich gemacht. Über 36 Millionen Follower haben Sophia Thomalla und Alexander Zverev, Alisa Schmidt, Heike und Roman Lochmann, Lena von Lisa und Lena, Lisa war nämlich krank, an dieser Stelle nochmal gute Besserung, Betty Taube, Alvaro Soler, Carmen Kroll, Leonie Hanne, Liz Kleber und Katja Krasavice und natürlich Johannes Bekerner, der auch mit drauf war. Für den guten Zweck teilten die Promis das Foto auch in ihren Instagram-Stories. Das war's von Stars und Stories. Damit wir auch mal so viel Reichweite kriegen wie auf dem Bild, lasst ein Follow und ein Like da, da freuen wir uns sehr. Besonders Nathalie. Sag doch was, Fünfi, tschüss. Tschüss. Winken. Es wird so ein Ding langsam. Ja, winken. Mit dem Winken. Winken ist cool, die Queen macht so.